Where are we going? To Treasure Cove Dive Resort. Haben einiges vor heute. Es ist Freitag. 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 Friday. 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 Und Malapascua. Hier gibt es auch ein Louisier. Und easygoing Häuser. Das war schon das letzte Mal, wo ich hier war, so mit dem Dach. Das war von dem Taifun. Seither wurde hier nichts mehr gemacht. Da steht es einfach nur leer. Beziehungsweise der untere Teil ist wahrscheinlich bewohnt. Wir gehen jetzt erstmal an den Strand und am Strand entlang. Schauen wir mal, wie der heute aussieht. Ist wenig Wind. So, wir sind hier am Meer. Hello, children. Schaut. So, die sind hier am Fischen. Schaut. Ich habe already einen Fisch. Gut. Ja. Yeah. So, also hier wird gefischt und gleichzeitig wird getaucht. Angel! Das sind viele Boote, ja. I think we cross here in land to the next beach. So, hier schauen wir mal, ob wir da rüber kommen. An der Verlauf mal außen rum am Meer. Schöne Bucht. Das ist jetzt hier das Ende von Bounty Beach. Hat sicher einen anderen Namen, aber es hängt hier alles zusammen. Ganz dahinter ums Eck herum, wo die ganzen Resorts sind. Und wir gehen hier weiter zur nächsten Bucht. Das mache ich gerne, dass ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicke. Und ihr seht, hier ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und der Tourismus ist ja im Moment hier sehr stark im Argen. Das soll demnächst wieder losgehen hier mit dem Tourismus. Philippinen intern werden schon viele Exkursionen angeboten. Und die Ani hat gestern gestöbert im Internet. Arnie, you were searching yesterday in internet for the excursions, no? Die Arnie ist immer ganz schnell, wenn sie in der Sonne ist. You're always rapid when you are in the sun, baby. So, sie hat gestern gestöbert. And when, what did you find out in the internet, Arnie? Huh? But there is a lot of excursions now selling here with a cheap price, no? In the Philippines. Going to Boracay, Bohol. Even Boracay, Bohol, where else? El Nido, Chagao. El Nido, and how much was the price, for example? Do you remember an example? Here in Boracay is almost 7,000. Per person with airplane? It's 2 bucks already. Also, wow. Because really, with airplane? Is one take one, yeah. Also everything, das, all in. Das Flugticket, da kauft man nur eins und bekommt zwei, und da war ein komplettes Paket. Two nights, three days. Also 3 Tage, 2 Nächte Boracay for 7,000, huh? Yeah. Also das sind 130, 140 Euro von Cebu Flughafen nach Boracay. Unglaublich. Das ist wirklich ein unglaublicher Preis. And there was also El Nido und alles Mögliche. Deswegen nehme ich mal stark an, dass der Tourismus hier bald wieder aufmacht, beziehungsweise hier schon aufmacht und ihr bald hierher fliegen könnt. Das ist ja das, was euch interessiert. So, da hinten sehen wir schon wieder das Meer. Wir müssten gleich da sein. Wo sind wir? Where we are? Treasure Cove? Edem Island Inn. Schön.
nice place. And there is Treasure Cove, I think. Here, this is my basketball place. Look, it's nice. Immer hoch. Hoho. Hibiskusblüten. Arnie, are you tired already? So. Ach, Resort ist im Moment geschlossen. Deshalb hat uns der freundliche Herr, der da unten läuft, der hat uns einen Weg gezeigt, wie wir so runterkommen in die Beach. Schau, das ist das Resort. Let's have a look, Miss Arnie. Here, okay, we can see a little bit. Das ist hier das Dive Resort. Können wir sicherlich vom Meer aus besser sehen. Vorne ist keine Abgrenzung. Und das ist der Weg runter. Das ist eine wunderschöne Bucht. Ich bin damals hier geschnorchelt und habe da viele Fische und Korallen gesehen, bunte Seesterne. Schauen wir mal, ob ich das heute wiederholen kann. Hier ist es auch schön frisch, hier oben. Sobald ein bisschen ein Wald ist und ein bisschen bergig, dann ein romantischer Weg. Muss man nur aufpassen, dass man nicht ausrutscht mit den Schlappen hier. So, hier sogar Stufen reingemeißelt. Welcome to Sea Vida Village. Für Leute, die gerne Hähne anschauen. So, der wird nervös, weil ich so nah an ihm dran bin. So, Hahn, bist du der Kampfhahn? Für das, dass das ein Kampfhahn ist, er aber ganz schön ängstlich. Wusstet ihr eigentlich, dass man diese blauen Blumen essen kann? Die schmecken sehr lecker. Die haben ja hier eine eigene Wasserabfüllstation. Ja. Ist immer wichtig, dass man genügend Wasser hat. Schön hier dieses Village. Hello. 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 Hello, children. How are you? Are you playing? Yeah? Good. Where is my girlfriend? There. Thank you. Ja, die sprechen alle schon Englisch, weil die das in der Schule lernen. Ich weiß ja nicht, warum es die Arnie so eilig hat, aber das hat sicher einen Grund. Sehr schöner Weg hier hoch. To Treasure Cove. Was das auch immer ist, das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Cove. Treasure ist ja der Tresor. Und Cove ist eigentlich so eine Art Höhle. Huh. Da geht's aber hoch. So, we have a viewpoint there. Oh. Für so eine kleine Insel, die nur 2 Kilometer lang ist, sieht das hier ganz schön groß aus. Ne? Ist witzig. Und da unten ist die malerische Bucht, da gehen wir jetzt hin. Ja Leute, das ist hier mal ein ganz anderes Video von Malapascua, weil wir schauen natürlich immer dahin, wo normalerweise keiner hinschaut. Mich interessiert nämlich, wie die Einheimischen hier leben und noch nicht, wo irgendwo der Turinep abgeht. Das schaue ich mir zwar auch an, aber Babe, let's come here. So viele Boote, wie die hier haben, das habe ich noch nie gesehen. Schaut mal, das ist ein riesiges. Das ist von dem Dive Resort. Wow. Da muss man geduckt gehen. Wow. Hund. So. Und das Dive Resort war natürlich die andere Bucht. Hier sind gerade ein paar so Algen. Aber ich bin damals zu diesem Dive Resort vom Meer aus hingekommen. Schön, ne? Diese Bucht hier. Arnie sucht den Schatten.
Es ist schön hier. So, die Arni macht für mich eine Startplattform für die Drohne. This is good. Wow.할 수 없을 것 같아.
So, das ist der Weg hier hoch. Schön angelegt. Treasure Cove Dive Resort. Und wir hier in diesem kleinen Dörflein. Toll. Wir sind ja vorher auch schon durchgekommen. Oh, die haben hier eine ganze Menge Hähne. Ein frisches Händel. So, Arni freut sich hier, schöner Weg. So, das ist der Strand vom Thrasher Cove Dive Resort hier. Schaut sogar mit Stufen. Wow, das ist schön. Hier war ich vor 1,5 Jahren. Toll. So habe ich es in Erinnerung, aber da war es natürlich sauberer. Aha. So, da war noch Wasser damals drin im Pool. Trotzdem tolle Lage, schaut hier mit dem Strand. Hello, Miss Arnie. Wir sind hier im Thrasher Cove Dive Resort. So, das ist das ein. Oh, it's nice. Huh? With TV? Yeah. Good. Also, mit Fernseher. I hope I will not make it dirty. It's alright. So, hier mit Fernsehen. Das ist sehr schön. It has a good standard. Huh? Und jedes Zimmer hat einen Shark. Ah, and have a treasure also. I will have a look to the bathroom. So, here the toilet. Oops.
Hier die Toilette. So, also hier mit Ventilator. Sehr schön. And hot water. Und warmes Wasser. Also, super. Das ist ein schöner Standard. Wunderbar. Hier. Und der Swimmingpool hat normalerweise natürlich auch Wasser hier. Air Condition. Sehr, sehr schön. Und hier, wenn man rauskommt, hier, ah, direkt der Meeresblick. Und dann sind es nur ein paar Meter, dann ist man hier unten am Strand. Ich habe hier schon mal geschnorchelt. Das ist genau gleich wie da, wo ich vorher geschnorchelt habe mit Korallen und so weiter. Sehr, sehr schön. Die Frangipanis. Ah, die riechen ja so gut. Und jetzt schauen wir hier noch dieses Zimmer an. Da sagt die Managerin, das ist schöner. Ja, das ist, schaut mal, ist das nicht ein Traum? Hier Thresher Cove Dive Resort. Wow, das ist wirklich toll. Das ist wirklich sehr schön. Schaut, da hat man einen Schreibtisch. Tresor und hier auch ein ähnliches Badezimmer mit Heißwasserdusche. Und die machen demnächst wieder auf. Wie gesagt, bei uns hier auf den Philippinen geht es demnächst los. Hier wieder mit dem Tourismus. So, das ist natürlich traumhaft. Das ist hier diese kleine Bucht. Hier und von hier aus geht es dann zum Tauchen. Fantastische Anlage. Wie gesagt, im Moment kurz wieder vor der Eröffnung. Ganz toller Garten. Und da wurden wir jetzt auf ein kühles Getränk eingeladen. Da freuen wir uns natürlich an kaltes Wasser. Schaut mal, das ist zum Verkaufen. Das hat über 3000 Quadratmeter Grundstück für 25 Millionen. Ja, könnt ihr ausrechnen, geteilt durch 57. Hier direkt neben Thresher Cove Dive Resort. Ja, das ist das Thresher Cove Dive Resort. Und da ist nur das Dive Resort und dann hier dieses Haus, das hat Japanern gehört. Und das war mal voll intakt und das hat einen Taifun, das ist aber dieser Taifun von 2013 gewesen, der hat das hier Dach abgedeckt und seither steht so da. Ne? Das war also mit 3000 Quadratmeter Grund wäre eine sehr interessante Immobilie. So, liebe Leute, schaut mal, das ist das Grundstück hier. Wow, das ist zu verkaufen. Das gehört Japanern. Mit diesem Blick. Wow. Also, das könnt ihr euch überlegen. 25 Millionen. Da ist man ganz alleine. Malapascua. Wir haben natürlich ein Traumwetter heute. Jetzt würde ich ja gerne hier unten den Sonnenuntergang noch filmen. Jetzt haben wir uns nämlich da verquatscht mit einer Dame. Die hat uns eingeladen auf ein Wasser, war sehr schön, im Thresher Cove Dive Resort. Oh, the evacuation center of Malapascua. And when there is no typhoon, it's a party hall. Is it like that? Ja. Yeah. Also, hier schöne Fläche, super. Die Arnie hat es wieder rausgefunden. Oh, hier wollen wir hin. Da, wo der Sonnenuntergang ist, im Meer. Das ist das, was ich mir ausgedingst habe. Extra for Arnie. So, hier, das ist der Sonnenuntergangsstrand von Malapascua. Wow, ist das schön.
So, perfekter Platz zum Drohne fliegen. Schaut im Hintergrund der Sonnenuntergang. So, wenn man hier Drohne fliegt, dann wird man hier sehr schnell beobachtet von den ganzen Kindern hier. Banditos! Ja, das sind kleine Banditos. Banditos! Malapascua Island. Ja, gut. Ja. Gut, Malapascua Island. Gut. Sonnenuntergang in Malapascua war leider nicht so spektakulär. Und mit der Drohne auch nicht. Ist auch schön, ne? So, wir sind hier am Hafen. Idyllische Abendstimmung. Und wir wollten hier nach einem Haus schauen, das zum Verkauf... Ist das das yellow one there? The orange, but it has already a roof. He told me there is no roof in the house. Also das Orangene, meint die Arnie, das ist das für 20 Millionen, verrückt. Ah, ist doch nicht das, also. Schöne Abendstimmung am Hafen hier von Malapascua. Hier romantischer Abschluss mit Feuer. Treasure Shark. One, two, three, come on! So, das war's für heute mit Arnie und Uwe von Malapascua Island. Genau, heute schönes Video, viel gesehen und dann in Treasure Shark Cove. Ja? Tschüss! Say bye bye! Bye bye!